Ja, willkommen zurück. Falls ihr euch erinnert, ich habe in der letzten Folge, bin ich gestorben, am Ende, und habe euch dann gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Ich dachte tatsächlich auch, ich hätte die Aufnahmetaste gedrückt, ich habe sie aber nicht gedrückt. Somit habt ihr eigentlich jede Menge verpasst, also ich selbst, also so viel war es jetzt nicht, das waren jetzt vielleicht 4 oder 5 Minuten. Aber ihr habt verpasst, wie ich die Underground Passage gemacht habe und wie ich uns die Schriftrolle geholt habe, um letzten Endes zum Schmied zu gehen. Quatsch, zum Wirt. Ja, wir werden da jetzt auch hingehen. Wir werden Deckard Cain befreien, wir werden den Wirt umhauen und dann werden wir den Butcher machen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich das alles so wunderbar schön in die Folge reinpacken kann, dass wir das schön abgerundet nachher dann an der 20. Minutenmarke den Butcher gelegt haben, uns darüber freuen, dass wir den neuen Drop haben. Und ja, hat nicht so geklappt. Ich habe im Übrigen auch erzählt, dass ich mich auch auf den Wirt freue, weil der Wirt wird uns nämlich, haha, wird. Was für ein Brüller. Scheiße, der ist so schlecht. der Wirt wird uns nämlich unsere Body Armor einmal in Sacred droppen. Und das bedeutet, dass wir, also ich zeig's mal ganz kurz, diese Body Armor hier in Sacred droppen. Ist nicht die geilste Sacred Unique, was es gibt auf der Welt. Aber, es ist gut genug, um uns zumindest so ein bisschen Bonus zu geben. Vor allen Dingen habe ich gesagt, will ich unbedingt dieses Schild auf Stufe 4 aufrüsten, dafür brauche ich aber das Schicksal aller Städte. Knapp 600 Dexterity und ich glaube 340, 360 Strengths, irgendwie sowas drumherum. So, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, das hast du doch schon, wie man hier sieht. Ja, aber ihr müsst das Schild ja einmal ablegen, um die Bonis zu kriegen. Und dann seht ihr, reicht es schon wieder nicht, weil das Schild uns selber auch nochmal 30 auf alle Attribute gibt. Und nachher natürlich noch mehr. Das heißt, wenn wir es dann angelegt haben, ist es kein Thema mehr. Aber bis dahin müssen wir aufpassen. Nicht, dass mir das Gleiche passiert wie das letzte Mal, falls ihr euch erinnert, wo ich den Dolch aus Versehen zu früh abgegradet hatte, weil ich mich falsch entsonnen hatte. Und dann standen wir eine ganze Weile ohne Waffe da. Und das ist auf dem Schwierigkeitsgrad jetzt nicht mehr zu vertreten. So, ich lasse meinen Acid Fiends hier kurz mal gegen den Griswold kämpfen. Und jetzt schauen wir mal, was die Thornnails gegen den so machen. Nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber immer noch mehr, als ich erwartet hätte. Insofern casten wir nochmal ein paar Acid Fiends. Die haut er zwar immer mit seinem hässlichen Shower Rock hier um, aber ich muss mal kurz von ihm weg ein bisschen Mana sammeln. Ja, ich muss mir dringend noch Mana und Hit besorgen. Denn das geht ja so gar nicht, also wie ich hier die ganze Zeit umrum sitze. Oder ich könnte mir auch einfach mal irgendwann Mana-Tränke holen. Oh shit, nein. Nein, genau in den Shore of Rock reingelaufen. Oh. Oh, einmal mit Profis, ey. Einmal mit Profis. Oh, scheiße. Ich dummerle. Na gut, dann schaffen wir es aber trotzdem noch mit 20 Minuten. Dann wird es trotzdem noch eine runde Nummer. Ja, was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Ist natürlich alles vollkommen mit Absicht. Denn ich will natürlich so viel wie nur möglich aus allen Folgen rausholen. Das absolute Optimum. Ist der nicht gestorben? Habe ich den jetzt schon geholt gehabt? Okay. Ich habe den schon geholt gehabt anscheinend. Na gut, okay. Egal, ist jetzt auch nicht so wichtig. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal genug Mana. Damit dürften wir den guten Griswold dann doch in die Knie zwingen. Hoffe ich zumindest. Ja, Shower of Rock ist
Wenn ihr keine Absorb habt, also wenn ihr kein Physical Absorb habt, ist Shower of Rock einfach nur widerlich. Also da hilft euch auch keine hohe Defense. Oh, toll, der hat unseren Barbaren umgehauen, ey. Also da hilft euch auch absolut keine hohe Defense. Das macht einfach keinen Sinn. Da hilft euch nur Absorb. Also die Dinger machen halt nicht viel Schaden, aber es kommen unglaublich viele Hits. Ah, da ist die Sacred Armor, von der ich gequatscht hatte. Komm her. Jawohl. Perfect Diamond nehmen wir auch noch mit. So, dann müssen wir jetzt erstmal ins Lager. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ich brauche einen Oil of Disjunction, um die ganzen Edelsteine aus meiner alten Armor rauszuholen. Guten Tag auch. Guten Abend. Trade Misks Oil of Disjunction. Damals kostet ja nur schlappe 10.000. Holy shit, ist das teuer. Gut, jetzt machen wir alles raus. Das Oil machen wir rein. Drücken einmal auf Ausführen und setzen unseren. Und setzen das Ding da rein. So, was haben wir denn da? Also, Elemental Resistance haben wir, glaube ich, ein bisschen schlecht gerollt. Das kann normalerweise höher gehen. Ich würde sagen, fast auf fast 34%. Allerdings, auf alle Attribute haben wir ganz gut was draufgekriegt. Und auch Defense haben wir bei 3000 und die hat 500. Also, da haben wir auch nochmal ordentlich zugelegt. So, wir werden jetzt hier natürlich die Steinchen wieder reinmachen, die wir rausgeholt haben. Gleich noch ein mehr. Das Ding können wir wegschmeißen im Prinzip. Dadurch, dass man es nicht zerlegen und nicht aufrüsten kann. Ja, und wir haben damit unsere erste Sacred Unique an. Juhu! Hey, wir haben was zu feiern. Sacred Unique. Seid gegrüßt. Ganz toll. So, haben wir? Haben wir, ja, wunderbar. Judy, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir beschwören erstmal noch ein paar Acid Fiends. Die brauchen wir sowieso gleich beim Butcher. So, habe ich diesmal auf Aufnahme gedrückt? Ich gucke jetzt ein bisschen spät nach, aber ja, ich habe. Deckard Kane verschwindet von diesem Ort. Also. Der Butcher ist, glaube ich, eine recht harte Sau. Wenn ich mich nicht komplett irre. Also der hat, glaube ich, 3 oder 4 Schreine in seinem, in seiner Cave. Und jedes Mal, wenn er etwas tötet, casten diese Schreine. Diese Schreine sind unangreifbar. Und ja. Das heißt, jedes Mal, wenn er was umhaut, macht er jede Menge Schaden AOE im ganzen Raum. Ist recht unangenehm, gerade wenn er viel auf einmal tötet. Wenn er nur, also, er wird sehr leicht, wenn ihr zum Beispiel alleine reingehen könnt und ihn tanken könnt. Was sehr unwahrscheinlich ist, weil er sehr, sehr viel Schaden macht. Aber wenn ihr es könnt, habt ihr den Vorteil, dass er sehr, sehr wenig Schaden macht? Könnt ihr es nicht, so wie ich zum Beispiel, ich muss die Acid Fiends einsetzen, wird er wahrscheinlich sehr viel AOE-Damage machen. So, jetzt müssen wir erstmal den Eingang vom guten Butcher finden. Und den findet man hier. Genau, also ihr seid praktisch in Tristram unterwegs. Hier ist der gute Deckard Kane. Vom Deckard Kane aus läuft er ein Stückchen links in das brennende Gebäude. Und dort seht ihr Butcher's Lair, Dungeon Quest. Horror under Tristram. Difficult, very easy und required level 105. Wir haben alle diese Bedingungen erfüllt und können deswegen problemlos dort reingehen. Wir werden uns davor aber buffen wie die Hölle. Beim Butcher kann es tatsächlich sein, wenn ihr zum Beispiel einen sehr, sehr gut ausgerüsteten Begleiter habt, der schlichtweg nicht getötet werden kann von ihm, sorgt dafür, dass ihr nur mit diesem Begleiter reingeht. Meistens geht der Butcher dann auf ihn drauf. Wenn nicht, müsst ihr von ihm weglaufen. Aber ich habe ihn tatsächlich auf der, also seit Sigma auch erst einmal gemacht, aber er war bei weitem nicht so schwer, wie er früher war. Früher war es so, naja, erkläre ich vielleicht, wenn wir den Butcher erstmal gesehen haben. Genau, das erkläre ich danach. Gut, wir werden hier wieder unsere Thornwall nehmen. Wir haben genügend Acid Fiends und dann würde ich sagen, stell dich hier noch ein Portal. Das bringt uns zwar nicht viel, weil wenn wir da reingegangen sind, aber egal. Und dann würde ich sagen, versuchen wir ihn mal. So. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Oh, eieiei. Nein, 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 nein. So, ihr seht, also jedes Mal, wenn er umhaut, casten seine
Dinger. So, jetzt habe ich gerade erstmal ein bisschen das Problem, dass ich nicht genügend Mana für Acid Fiends habe. Allerdings tankt jetzt mein Barbar. Ja, und da seht ihr es, also es ist echt easy geworden. Wenn er auf den Barbaren geht, easy peasy, lemon squeezy. Also, ihr habt zwar auch gesehen, der Barbar hat die ganze Zeit auf diesen Altären rumgehauen. Ist natürlich scheiße, aber wenn das nicht der Fall ist und ihr ein bisschen daran lockt, lasst es mit eurem Merc machen. Also der ist echt problemlos. So, und da sehen wir es auch schon. 10 zu allen Attributen, 20% Magic Find, extrem geil und Light Radius. Ist total egal, Light Radius. Der ist uns nicht wichtig. Aber der Magic Find, der ist uns sehr, sehr wichtig. 20% Magic Find, das merkt ihr auf jeden Fall. Ja, und damit haben wir auch unsere allererste Uber-Quest erledigt. Cool, oder? War jetzt noch nicht super besonders. Aber, so, ich habe euch jetzt noch versprochen zu sagen, was früher der Fall war. Also früher gab es diese Altäre nicht bei dem Butcher, sondern es war so, dass der Butcher unverwundbar war. Und er wurde nur verwundbar, wenn er gehittet hat. Also immer wenn er gehittet hat, gab es eine Chance darauf, dass er so eine Zone um sich rum erschafft. Also nicht direkt unter sich, sondern so um sich rum. Einmal in so einem relativ großen Zirkel, in so einem relativ großen Kreis. Und dann musstet ihr diesen Butcher, und ich weiß nicht, also wenn ihr viel Diablo 2 gespielt habt, wisst ihr, glaube ich, wie schwer das sein kann, musstet ihr diesen Butcher in diesen kleinen Kreis ziehen und nur dort konntet ihr ihm Schaden machen. Ja, wie gesagt, wenn ihr viel Diablo 2 gespielt habt, wisst ihr, glaube ich, wie schwer das ist. Gerade, also, ihr konntet ihm nicht tanken, weil er hat eigentlich alles gewone-shottet. Das heißt, ihr musstet ihn mit Kreaturen belagern. So lange, bis die Zone rankommt, dann musste er die Kreaturen schnell genug töten dürfen. Das heißt, ihr durftet nicht zu viele beschwören. Und dann musstet ihr ihn genau in diese Zone ziehen. Dort musstet ihr dann wieder ganz, ganz viele Kreaturen beschwören und dann musstet ihr Damage machen. Das war einfach insane. Und es war auch wirklich, also es war ebenfalls eine der Easy-Quests. Und wenn ihr gut ausgerüstet wart und ihn dann doch irgendwann tanken konntet, dafür musstet ihr aber echt schon gut equipped sein. Es ist jetzt nicht so, wir sind ja gerade frisch angekommen in der Schwierigkeitsstufe und haben den Typen umgehauen. Das ging da einfach schlichtweg nicht. Ihr musstet erstmal das Maximum-Level erreichen, ihr musstet euch gut ausrüsten und ihr hattet davor vielleicht schon ein, zwei andere Charms gemacht. Dass ihr den Charm als erstes macht, möglich, aber nur mit dem richtigen Charakter. Es ist alles echt nicht einfach gewesen. Und das ganze Spiel war voll gespickt mit solchen recht fiesen Mechanics. Und das haben sie jetzt besser gemacht. Also die ersten Uber-Quests sind alle wirklich, wirklich okay. Also die geben einem einen guten Einstieg, die verschrecken einen nicht sofort. Die machen einem Lust auf mehr und dann kommen irgendwann die Knallerdinger, die dann wirklich wehtun. Wo man sich ein bisschen anstrengen muss. Aber auch das werden wir noch sehen. Ich bin gespannt, wie weit wir mit der Traprat kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Traprat alles kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Thornwall hat mich jetzt ein bisschen vom Gegenteil noch überzeugt. Also damit könnte ich mir tatsächlich vorstellen, schafft man es auf jeden Fall noch weiter, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit der Traprat letzten Endes alles schaffen werden. Die Traprat ist eher, ich glaube, in Kombination mit einem Summoner, wie zum Beispiel einem Necromancer auf Summons oder mit einem Paladin oder mit einem Druiden-Tank oder so, also mit irgendwas, was vorne stehen kann und was tanken kann, ist die Traprat, glaube ich, eine richtig gute Ergänzung. Aber dass sie solo hier alles schaffen wird, sehe ich momentan noch nicht, aber ich bin gespannt. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Ich werde es so weit versuchen, wie es geht natürlich. Euch so viel zeigen wie nur möglich und ansonsten kann ich dann wahrscheinlich die Uber-Quest, die wir so nicht machen, dann irgendwann aufnehmen, wenn ich und Perry Air wieder eine LAN machen zum Beispiel und wir da diese Uber-Quest dann zu zweit machen und wenn wir die da schaffen sollten, dann nehme ich die damit auf und zeige sie euch dann zum Beispiel einmal, damit ihr die dann auch gesehen habt. Denn ich glaube gerade hinten raus, also ich glaube bis hierhin dürften es jetzt viele von euch bereits geschafft haben mit dem Zocken. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber ab jetzt kommen dann halt wirklich die Sachen, wo man ein bisschen besser durchhalten, also
besser durchhalten muss, ist jetzt übertrieben, aber wo man schon ein bisschen in den grindlastigen Bereich kommt, also wo du wirklich viel grinden musst, damit du die Ausrüstung hast, damit du die Kohle hast, damit du die Reagenzien hast, die du brauchst, um das ganze Zeug zu craften. Böses geht von hier aus. Und jetzt kommen ja noch Sets dazu. Dann brauchst du die Sets noch irgendwie vollständig. Das dauert noch mal recht lange. Also, wie gesagt, das Spiel hat jetzt gerade erst angefangen. Also eigentlich hätte ich jetzt genau mit dieser Folge, beziehungsweise mit der ersten Folge, in der wir hier im Lager der Jägerin angekommen sind, hätte man sagen können, hey, hier ist Folge 1, hier kann's losgehen. Das davor war eigentlich nur rumgeplänkelt. Ja, ich bin erstaunt, wir gehen hier immer noch ganz gut durch. Butcher war wirklich easy peasy. Hätte ich auch nicht so gedacht, dass das so leicht geht. Aber bei dem ist es tatsächlich von Vorteil, wenn man ranged ist. Würde ich jetzt zumindest mal aus meiner Erfahrung sagen. Die haben es da etwas leichter. Es kommen allerdings auch Gegner, wie zum Beispiel der gute Baal, wie wir gesehen haben. Der macht es ranged echt nicht leicht. Also durchs Rumporten, schnell weglaufen, schnell hinlaufen. Krasse Cars, wenig Defense als ranged einfach. Im Nahkampf ist man ja dann doch einfach unterlegen. Aber so hat jede Klasse Vor- und Nachteile. So. Gore. Bang the Jacked. Was auch immer das heißt. So gut ist mein Englisch dann doch nicht, dass ich wüsste, was das heißt. Gut. Machen wir einen Schmied. Geil, diese Thorn War, also. Ich bin ja richtig baff, ey. Charzy wird dankbar sein, diesen Malus zu erhalten. Hätte ich das mal eher gewusst, beziehungsweise hätte ich da eher mal auf den guten Abonnenten gehört. Ich fand das Ding immer so schrottig und habe das irgendwie nie wirklich mitgenommen. Tja. Selbst schuld, ey. Eine der stärksten Single-Target-Damages, die ich bis jetzt gesehen habe, tatsächlich. Selbst mein Paladin mit seinem Gewitter von oben kommt da gerade so ran an den Damage. Das finde ich echt nicht schlecht. So. Oh, da lag eine Teilrune, die hole ich mir gleich noch. Moonbender. Schade, das droppen trotz unseres neu gefundenen. Trotz unseres neu gefundenen Tooths, der uns jede Menge Magic Find gibt, nicht so viel, wie ich gerne hätte. Also es droppt schon viel, vor allen Dingen viele gelbe Sachen, das merkt man schon. Aber, oh, ein Jewel. Jewels immer mit aufsammeln, ganz wichtig, brauchen wir für Runenwörter. Wir können uns zwar auch Jewels craften, aber was man schon hat, das brauchen wir nicht herstellen. Alte Diablo-Weisheit. Ich würde sagen, Mandaria werden wir wohl kaum noch in der Folge schaffen. Ja, mal schauen, wie weit ich noch komme. Also ins innere Kloster dürfte ich auf jeden Fall noch vordringen können. Ich weiß nicht, je nachdem, wie wir durchkommen. Ich glaube, ich mache in der Folge einfach, wir machen die Folge ein bisschen länger. Es wird dann 25, lass es 30 Minuten sein, zum schlimmsten Fall. Ich glaube, ihr freut euch drüber. Insofern, ich glaube, wir machen hier Mandaria noch durch. Ja doch, das hätte ich heute gern noch erledigt. Vielleicht werde ich es aber auch in zwei Folgen. Ich glaube, ich werde es in zwei Folgen splitten. Ich glaube, das schaffen wir noch. Ich glaube, wir schaffen bis an Darien noch locker 20 Minuten zu füllen. Ich weiß zwar nicht, ob ich bis dahin noch ausreichend intelligente Sachen quatschen kann. Wobei, das, was ich bis jetzt gelabert habe, ist ja auch nicht gerade intelligent gewesen. Ausreichend unterhaltende Sachen. Das ist gut. Ausreichend unterhaltende Sachen quatschen kann. Aber wir werden es sehen. Ich glaube, das ist machbar. So. Ja, und für alle, die es interessiert,
diese, wir sehen es jetzt gerade, diese Claw Storms, diese Claw Storm Terrors können, also ich habe sie bis jetzt in J-Level 2 und J-Level 3 gesehen. In J-Level 1 habe ich sie noch nie gesehen. Mir wurde allerdings gesagt, dass sie auch in J-Level 1 wo spawnen können. Wie gesagt, ich persönlich habe sie da noch nie gesehen. Ich weiß aber, dass sie in 2er definitiv spawnen können. Und wie wir gerade sehen, im 3er ebenfalls. Jetzt im zweiten Akt können sie im Tal der Magier, also im Canyon, Magi Canyon, glaube ich, heißt er im Englischen oder so. Auf jeden Fall da, wo ihr dann das Tal Rasha finden müsst. Das Grab von Tal Rasha, nicht das Tal Rasha. Dort können die Witches im Akt 2 sein. Im Akt 3 haben wir letztes Mal gesehen, sind sie entweder im Upper Crust oder im Gebiet danach, wo ihr auch den Eingang zum den Durance of Hate habt. In Akt 4 muss ich gerade überlegen. Ja doch, die Landmasses können nur im River of Flame kommen. Das ist relativ einfach. Und in Akt 5 weiß ich es tatsächlich gerade nicht. Doch, irgendwo im Worldstone Keep, glaube ich. Im 1er, 2er oder gar im 3er, beziehungsweise das 3er heißt ein bisschen anders vom Worldstone Keep, das heißt irgendwie Ancient irgendwas, bla bla bla. Ich glaube, da sind dann die letzten. Also, falls ihr euch diese 5 Augen zusammenfarmen wollt, wären das die Orte, wo ihr hingehen solltet. So, diesen Blightfire hauen wir jetzt noch um. Das sollte ja nicht allzu lange dauern. Ja, ah ja, diese Form. Oh, unser allererstes Uni, unser allererstes Set-Teil. Okay, da schauen wir uns noch an, dann beenden wir die Folge hier. Und dann werden wir uns auf den Weg zu Andariel machen. Und der guten Ollen einen BH anlegen, denn die rennt da immer zu. Oh, das ist für ein Paladin. Toll, jetzt bin ich natürlich kein Paladin. Nun gut, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall auch mal ein Set-Item gesehen. Ihr seht, das ist ganz cool. Aber das Beste ist, wenn ihr wenn ihr die Set-Bonis voll habt, also ihr kriegt, glaube ich, für einen 2er-Bonus, für einen 4er-Bonus und einen 6er-Bonus bei dem Set jetzt, kriegt ihr immer Bonis noch zusätzlich, die speziell für die Klasse dann sind. Und die sind richtig geil. So, das soll es dann aber für diese Folge auch erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann wird Andariel geslaint.